Ja, wir befinden uns hier jetzt im Museum. Das ist unser kleines, feines Museum, in dem man sehr viele alte Flaschen, Gläser, Etiketten, Bier, alles, was es eigentlich aus der Brauerei gibt, aus der Brauereigeschichte ausstellen, präsentieren, wo eigentlich wirklich der Bierliebhaber alles findet, was so die Biergeschichte von Vornburg mitgetragen hat. Wir haben auch eine alte Flaschenfüllerei im Museum herinnen von 1884 mit den entsprechenden Flaschen noch, also wirklich Gusterstücke aus der Geschichte. Wir haben auch eine kleine Bildergalerie der Gaststättengeschichte aus Bludenz hier, von Gasthäusern von 1920 bis 1960. Es gab damals vom Bahnhof bis zum Muttersberg insgesamt 12 Gasthäuser und da sieht man wirklich die schöne Geschichte durch die ganzen Gasthöfe in Bludenz. Auch natürlich die Braugaststätte Vornburg 1920 noch als schönes Bild mit dabei. Wir sind jetzt im Allerheiligsten der Brauerei, das ist in unserem Sudhaus, das eigentlich auch der Startpunkt für den Rundgang ist. Hier im Sudhaus haben wir ganz neu alles mit Video, Audio unterstützt. Das heißt, dass die ganzen Produktionsvorgänge für den Besucher natürlich auch in Film dargestellt werden. Selbstverständlich kann natürlich jeder Gast, jeder Besucher in die einzelnen Kessel schauen. Aber eben mit der Erklärung, mit dem Filmen dazu, ist es noch mehr einfacher und erlebnisreicher, wirklich die Bierproduktion zu verstehen, was alles dahinter steckt und was für ein Aufwand es bedeutet, wirklich Bier zu brauen. Der Abschluss von unserem Rundgang ist die Flaschenfüllerei, wo im Prinzip die Flaschen dann ab, wo das Bier wirklich abgefüllt wird. Und das Besondere bei uns ist natürlich, dass der Besucher, der Gast, durch die gesamte Produktion durchgehen darf. Das heißt, da gehört natürlich die Flaschenfüllerei, wenn wirklich dann das Einhorn in der Flasche ist, dazu. Und das ist eigentlich dann so das Highlight für jeden Besucher, wenn er sieht, wie da, sage ich, 13 Flaschen in der Sekunde durchrasseln und das wirklich einen riesen Lärm macht, aber doch eine tolle Geschichte ist.